Großes Hallo und ungewohntes Kinderlachen am Donnerstagvormittag im Industriepark Wolfgang. Ivonik und der Hanauer Anzeiger hatten zur Preisverleihung der diesjährigen Ivonik Kinderuni geladen. Fast 50 Kinder aus den 5 Gewinner-Kitas waren mit ihren Erzieherinnen gekommen, um die Preise im Gesamtwert von 5.000 Euro abzuholen. Mit Tanzeinlagen und Popcorn wurden die Kinder begrüßt, bevor es dann nochmal richtig spannend wurde. Dass die Nachwuchswissenschaftler Spaß am Forschen hatten, bewiesen sie Ivonik Standortleiter Bernd Fendt lautstark. Von den eingereichten Dokumentationen begeistert war auch Jurymitglied und Oberbürgermeister Klaus Kaminski, der um Applaus auch für die nicht prämierten Teilnehmer bat. Restlos begeistert war auch Hanauer Anzeiger-Verleger Arnold Bauer und Ulrich Rüsthardt, der als Ober-Oberforscher bei Ivonik gleich noch eine altersgerechte Einführung in die Arbeit des Unternehmens gab. Echte Spannung kam dann zur Verkündung der Platzierungen auf. Der erste Platz ging dabei in diesem Jahr an die Kita Spitzenweg aus Hanau-Großauheim, womit man dort allerdings nicht gerechnet hatte. Nein, wir haben gedacht, wir sind die Fünfte. Ich glaube es immer noch nicht, aber ich freue mich sehr. Das Erfolgsrezept der Großauheimer? Ich glaube, wir haben alles mit der sehr Begeisterung, mit dem Herz und Leib gemacht. Und die Kinder waren dabei, die erwachsenen Eltern auch. Und ich auch war da und ganz viele Eltern und die Kinder und der Erzieher haben mitgemacht. Deswegen haben wir den ersten Platz gewonnen. Auch die Kitas Sternland aus Bruchköbel, Purzelbaum aus Rodenbach, Wirbelwind aus Bruchköbel und die Old Argonna Kita aus Hanau durften sich über Preise, einen Bonbonregen und Luftballons freuen. Spaß hatten nicht nur die Kinder und der kleine Hanauer, sondern auch die Projektbetreuer. Ich gehe mittlerweile seit 11 Jahren in einen Kindergarten und mache dort mit den Vorschulkindern im Jahrgang davor Experimente. Ganz alltägliche Sachen, die jetzt in der Kinderuni auch waren. Viele der Versuche haben wir dort schon gemacht. Und das begleite ich halt, wie gesagt, jetzt das 11. Jahr. Dieses Strahlen der Kinder, wenn die forschen. Und diese Dankbarkeit der Kinder. Also es ist mittlerweile so, ich komme in den Kindergarten rein und sage, Christine, machen wir heute Experimente, was machen wir? Und diese Begeisterung, die die Kinder mitbringen, das bezahlt einen einfach für das, was man da tut. Was ist bei dir passiert? Und hast du nur Pfeffer oder Salz? Besonders beeindruckt waren die Nachwuchsforscher offenbar von den anschaulichen Sprudelexperimenten. Wir haben hier Lebensmittelfarbe. Dann habe ich reingeschüttet Essig, glaube ich. Dann ist es hochgesprudelt. Mit Sprudelwasser. Und mit Cola. Was klar wurde, auch im nächsten Jahr kann die Ivonik Kinderuni auf begeisterte Teilnehmer zählen. Wir sind eingesteckt, kann man so sagen, weil wir früher haben wir nur mit den größeren Kindern 5 bis 6 gemacht und hier war ganz toller Input für den kleinen Kindern ab 3 Jahre. Die haben Kinder wirklich Spaß gemacht. Wir wollen das weitermachen. Ein Punkt, in dem sich alle Beteiligten einig waren.